von heute. Ja, und genau. Ihr seid auf Tournee, habe ich gehört. Ihr macht jetzt hier in Hamburg Trip heute Abend noch, ja, ne? Ja, richtig. Ja, das ist, ja, okay. Wir reisen jetzt in... Aber erstmal müssen wir uns ja, ne, was leisten können. Damit deswegen haben wir hier ein bisschen was mitgebracht. Spannung, Spiel und Spaß für unsere Gäste. Ne? Wir wollen ja für Unterhaltung sorgen. Achso, deswegen hast du auch deine Elektro-Gitarre da, ne? Das ist eine Luftgitarre, die haben wir auch in Männerfarben dabei. Ja. Also, ne, wir haben die nicht nur in Pink. Bring doch mal so ein AC/DC-Riff oder so. Die auch in Blau. Ach so, das ist auch eine Gitarre, ist das? Ja, die kostet 3,50 €. Die kann man selber aufblasen, wenn man möchte, muss man nicht jetzt machen. Kann man selber aufblasen. Ich kann euch vielleicht was spenden oder so. Ja, das ist aber eine gute Sache. Aber erstmal möchte ich gerade noch hören, also ihr seid jetzt in Kiel zugezogen und ihr macht den ganzen Zug hier unsicher. Ach so. Wir kommen aus Neumünster, machen den Zug unsicher und dann wollen wir gleich in die Olivia Jones Bar uns die Travestie-Show angucken. Ach so. Genau. Unsicher. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Deswegen muss die Kleine hier... Das muss leer, damit wir uns das leisten können. Ach so, ja gut. Ich kann bloß mal gucken nach einer kleinen Spende für euch. Das ist aber sehr, sehr lieb. Wo habe ich das denn hingetan? Moment, ich habe schon irgendwas habe ich darf noch für euch. Darf ich was geben für Ihre Spende? Ja, guck mal. Schlüsselanhänger. Euro gebe ich euch. Schlüsselanhänger vielleicht. Gib mir was habt ihr denn Lustiges für mich? Was für uns. Was Lustiges? Die Würfel. Oh, das wäre ja super, du. Nein, das, kleine, nein. Das ist zu so teuer, meinst du? Wollt ihr einen Schnaps? Schnaps nicht, ne? Ja, nicht, du. Ne. Ja, was? Wir haben Lolli. Lolli. Willst du Lolli haben? Oder hier einen Schlüsselanhänger mit Bieröffner? Schlüsselanhänger wäre besser. Gib mir einen Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger. Ja, ja. Oder Lolli und Gummibärchen. Und macht ihr sowas regelmäßig oder was heute? Nein. Sie heiratet. Also heiratet, deswegen bist du die Verrückte. Und weißt du, dass Hochzeit tödlich ist für die Liebe? Das stimmt, aber deswegen... Bei denen nicht, bei denen hat das lange genug gedauert. Oder so was oder so was? Ja, das hier nehmen wir. Das ist gleichzeitig ein Bieröffner. Ja. Also, super, oder? Wir sehen uns in zwei Jahren wieder, wirst du weinen, weißt du, wird sie uns voll warnen, Mensch, hätte ich mal nicht geheiratet. Das wirst du nicht erleben. Nein, echt die beiden, sie sind bestimmt füreinander. Ja, das hat ja zwei Jahre gedauert, bis das überhaupt geklappt hat. Ne? Sind die so magisch aufeinander, richtig ja, magisch? Definitiv. Ach so. Ja. Die sind im Einklang. Im Einklang. So, vielen Dank, okay. Schön Abend. Ja, selber auch, ne? klingt schön weiter. Ne? Okay, tschüss, Sikorska, ja, ciao. Ja. 25 nach Köln, über Hamburg-Harburg um 19:46 Uhr vom Gleis 14. Bestimmung nach Uelzen über Hamburg-Harburg um 19:54 Uhr vom Gleis 12. Intercity Express 15:87 nach Wiesbaden über Hannover um 20:01 Uhr vom Gleis 14. Ding und Alex Lesnar Lübeck über Bad Oldesloe um 20:05 Uhr von Gleis 7. Und Anschluss Metronom nach Cuxhaven über Hamburg-Harburg um 20:06 Uhr von Gleis 11. Anschlussreisende bitte beachten auch nochmal zusätzlich die örtlichen Lautsprecheransagen am Bahnsteig. Im Namen von die Bahn, wir verabschieden uns nun von Ihnen, wünschen Sie bald wieder als Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen und tschüss. Witzig. Ja, nächster Halt. Hamburg Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.